Na dann. So, wie kriege ich jetzt die Festung hin? Ich mache erstmal hier meinen Holzfäller hin. Bringst du das, wenn ich dich hier hinbaue? Nicht wirklich. Verdammt, ich noch eins. Ah, Moment, da ist was fertig. Wo keine Münze rein soll. Aber vielleicht habe ich jetzt hier gleich die Möglichkeit. Sehr gut, dann baue ich die doch ein bisschen weiter südlich, dass ich mehr Land kriege. Kurz gucken, ist die Münze schon unterwegs? Nein, die Münze ist noch da. Das ist gut. Leute, oh, der hat zwei Steinbrüche. Scheiße. Oh Gott, was baut er hier? Ich habe Angst, dass er hier eine Festung baut. Wenn der da eine Festung baut, dann habe ich echt ein Problem, weil dann werde ich, glaube ich, meine Festung verlieren. Oder ist das ein Lagerhaus? Ich kann es noch nicht erkennen. Ich befürchte. Oh nein, das ist eine Festung. Scheiße! Leute, bitte baut! Baut, wie ihr noch nie gebaut habt! Also noch habe ich den Vorteil, dass ich weiter bin, aber ich weiß nicht, wie weit sein Hauptquartier weg ist. Der hat auch schon einige Soldaten wieder abgezogen, wie man hier sieht an den Fahnen. Das heißt, er bereitet sich darauf vor, ein neues Gebäude zu besetzen. Oh, der hat hier auch Gold. Oh, bitte lass meine Festung eher fertig sein und da eher Soldaten auch drin sein. Also ich glaube, die hier wird nicht reichen von der Landerweiterung her, aber die wird es auf jeden Fall reißen, denke ich. Habe ich überhaupt noch genug Soldaten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leute, ich habe nicht genug Soldaten, das heißt, ich kriege ein Problem. Scheiße. Entschuldigt, aber das ist echt kacke. Militärgebäude besetzt. Schön. Nein, das lässt du schön bleiben. Shit, jetzt habe ich echt ein Soldatenproblem. Mist. Ah, kacke. Moment. Okay, Bier habe ich genug. Das heißt, es liegt daran, dass ich dringend noch eine weitere Eisenschmelze und eine weitere Schmiede brauche. Okay. Schmiede. Oh, bitte lass den nicht eher fertig sein. Bitte nicht. Was hat er denn hier abgerissen? Na, keine Ahnung, soll mir auch egal sein. Bitte lass einfach nur diese Festung hier schnell fertig werden. Ich mache jetzt bewusst erstmal nur ganz wenig Soldaten. Einfach nur, dass beide Festungen schnell besetzt werden. Danach kann ich ja immer noch aufstocken, weil wenn ich jetzt hier die Festung voll mache, die ist nämlich leider eher fertig. Und da dann 12 Soldaten drin habe und woanders dann keinen Platz mehr habe, keine Soldaten mehr habe, um die zu besetzen und dann klaut ihr mir die. Nee. Um Gottes Willen, das will ich auf jeden Fall vermeiden. So, zwei Soldaten, jetzt müsste ich noch genug haben. Jawohl. Würde ich sagen, kann ich das auch mal wieder hochdrehen. Aber. Lala, Militärgebäude besetzt. Das hier auch schon gerade. Oh. Münzlieferung ausstellen. Mist, die ist natürlich schon unterwegs. Dann reiße ich mal schnell diesen Weg hier ab. Komm, hol dir schnell die Münze wieder. Ich bin gerade echt ein bisschen hibbelig, Leute. Deswegen sorry, wenn ich irgendwie Stuss rede. Aber wie gesagt, wegen dieser Festung. Okay, die Festung ist fertig, das ist sehr gut. Jetzt muss da nur noch sehr schnell ein Soldat rein. Da ist er schon. Hoffe ich. So, der Bauernhof ist schon mal weg, aber diese Festung da steht noch. Oh Mann, ey, Soldat, bitte lauf! Und bitte lauf auch dahin, wo ich dich haben will. Müsste eigentlich, aber man weiß ja nie so recht. Das ist sehr gut, denn dadurch hat er direkt noch ein paar Ressourcen verballert. Und ich glaube, der will hier noch einen Wachturm hinbauen. Das sieht nämlich so aus wie die Grundrisse von dem Gebäude hier. Ha, da klaue ich dem direkt zwei. Aber bitte lauf jetzt rein, Soldat. Mach mich nicht fertig. Ja, die Richtung ist gut. Weiter, weiter. Ja! Oh. Ja gut, okay, die kriegt er leider trotzdem gebaut, aber das ist nicht schlimm, denn so kann ich gleich direkt hier ihn mit Katapulten mal Hallo sagen. Okay, gut, da kann ich mit leben. So, Militärgebäude besetzt. Jetzt dürften auch einige andere Soldaten hinterherkommen, jawohl. Ich muss echt mal gucken, dass ich meine Soldatenproduktion aufstocke, weil das ist ja lächerlich, was ich hier habe.
Aber das Doofe ist, das fällt mir natürlich erst jetzt auf. Moment, die Festung machen wir mal woanders hin, nämlich hier. Kommt hier nochmal ein Holzvillage hin. Und ein Wachstübsche. Schwing! Zack, zack. Oh Leute, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht mit den Soldaten verzettelt. Ja, meine Bretterproduktion ist schon mal nachgekommen, aber meine Holzproduktion ist ziemlich im Keller. Durch dieses Gebäude habe ich Land verloren. Ja, das weiß ich, das ist aber nicht weiter schlimm, denn ich hoffe, meine Katapulte werden jetzt mal losballern. Das wäre vorzüglichst, aber ich befürchte, die sind noch nicht nah genug dran. Das heißt, hier kommt ein Katapult hin. Oh, der hat hier... Oh, der packt... Oh, jetzt haut er aber direkt ein paar Münzen raus. Ey, komm, ganz ehrlich, die Distanz packst du nicht. Ist jetzt natürlich schade, aber gut, was soll's. So, hier mache ich mal die Münzlieferung aus, denn hier ist leider nur ein Soldat drin, weil ich mehr nicht habe. So, Kinders, jetzt heißt es, alles produzieren, was geht. Ich brauche definitiv mehr Kohlebergwerke. Und mehr Fischerhütten. Eieieiei. Nee, du schießt leider wirklich nicht. Schade. So, hier habe ich jetzt schon mal einen General drin. Das ist schon mal gut. Ich möchte jetzt aber auch nicht die Münzlieferung hier lassen. Also hier, man könnte jetzt sagen, ja klar, da kommen nach und nach die Soldaten rein. Aber wenn er mich jetzt angreifen und mir das Gebäude schnappen sollte, klaut er mir auch das ganze Gold. Und das wiederum wäre ziemlich übel. Gucken wir mal, dass wir ihn da raus genug bekommen. Ah, der fängt hier hinten an, seine Ländereien zu erweitern. Das finde ich natürlich gar nicht gut. Deswegen muss ich hier auch mal in die Pötte kommen. Will ich hier noch eine weitere Festung bauen? Ich hoffe, der baut jetzt hier kein Militärgebäude hin. Aber naja, wird man sehen. So, ich mache hier mal, nicht, dass die Schmiede ihre Erzeugnisse hierhin bringt. Deswegen mache ich hier mal schnell die Einlagerung von den Schwertern und Schildern aus. Nicht, dass ich mich dahingehend noch verzettel. Ich habe gerade eine Sache total vercheckt, fällt mir auf. Ich habe nämlich gar nicht mal irgendwie mich weiter um Nahrung gekümmert. Das ist verdammt dämlich. Deswegen brauchen wir mal hier schnell eine Bäckerei. Inklusive Brunnen. Einfach, dass mir auch nicht das Wasser ausgeht. Ja, Wasser habe ich noch genug, aber wenn ich jetzt noch ein weiteres wasserverbrauchendes Gebäude baue, sehe ich schwarz. Ich habe Eisen ohne Ende, aber keine Schmiede. Das heißt, ich werde jetzt mal bei der Verteilung gucken, dass die Eisenschmiede ein bisschen... Eisenschmelze, Entschuldigung. Ein bisschen weniger kriegt. Ah gut, der baut doch wieder nur einen Bauernhof hin. Sehr schön. Ah! Mist, ich habe Land verloren. Verdammt! Shit, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein dickes Problem. Oh, Moment, kann ich hier? Nee. Oder? Oh, Mist! Ich war zu langsam hier. Shit. Weil hier komme ich, glaube ich... Nee, hier habe ich keinen Weg. Ich muss mal gucken, was das gibt, wenn ich... hier die Festung fertig habe und wenn dann da endlich Soldaten drin sind. Müssen wir mal schauen. Wie das Ganze dann aussieht. Ups. Ich reiß mal eben kurz den Weg ab, damit die Münze nicht im Nirvana landet, wo keine Sau ist. Und mit Sau meine ich meinen Soldaten. So,
So, ist hier schon eine weitere Münze unterwegs? Mal eben schnell schauen. Ja. Dann mache ich mal hier die Lieferung aus, weil dann müsste ich nämlich alles voll haben mit Generälen. Ah, mir fehlt ein Schmied. Ich werde bekloppt. Gut, dann reaktivieren wir unseren Schlosser. Ich brauche einen Schmied. Ein Schmied braucht einen Hammer. So, und dann produzier mal fleißig, lieber Schlosser. Ah, super, ey. Jetzt brauche ich schon hier eine zweite Schmiede und was ist? Nix ist. Und wo willst du die Münze hinbringen? Ich hoffe hier hinten hin. Dann mache ich aber trotzdem mal die Lieferung eben aus. So, das war's mit deinen Steinbeständen, mein Freund. Aber hier unten ist ja noch jede Menge. Drum kommst du. Hier wird dein neuer Arbeitsplatz sein. So, du hast kein Holz mehr, dann geh doch mal stempeln. Oh, jetzt rückt. Oh, der hat seine Einheiten gewechselt. Ihr habt's gesehen. Der hat jetzt wohl zwischendrin seine Einheiten alle zurückgezogen. Damit er hier seine Generäle reinstopfen kann. Soll er mal machen, damit die alle schön von meinem Katapult zersiebt werden. Soweit die Theorie. Oh, der baut hier unten schon wieder die nächste Wachstube da. Da bin ich mal gespannt. Ich bin froh, dass ich ihm zumindest hier den Wachturm geklaut habe, dass er hier nicht so viel Fuß fassen kann. Allerdings mit dieser Wachstube wird das wieder ein bisschen rausholen und sich wieder was vom Berg zurückholen. Mist, ich habe gerade so einen dämlichen Soldatenengpass. Also wenigstens habe ich jetzt hier meine Schmiede. Und hier oben die Schmiede, die keine Ressourcen kriegt. Ganz großes Tennis. Ich muss auch mal bei der Nahrung eben alle ein bisschen hinten anstellen. Ja, Gold vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall, dass Kohle mehr kriegt. Ach Leute, ich verzettel mich hier so. Ich habe am Anfang echt, da war ich zu lahm mit meiner Soldatenproduktion. Das ist mir jetzt auch klar. Also deswegen, ja gut, was willst du machen, ne? Ja, ich weiß, durch dieses Gebäude habe ich Land verloren. Also soweit klar. Allerdings noch kein Beinbruch. Denn wenn das Katapult steht, dann werde ich schon ein bisschen seine Truppen dezimieren. Aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich meine Truppen endlich mal ausgebildet bekomme. Gut, dass der Rote mir gegenüber noch freundlich gesonnen ist. Aber der Landesgröße, ihr seht, bei mir ist es deutlich ins Stagnieren gekommen. Die Anzahl der Gebäude, das geht ja noch, aber naja. Oh, Militärmacht ist ja lächerlich von mir. Ja gut, ich habe auch noch zugegebenermaßen relativ wenig Gold. Das ist auch ein bisschen hier in Stocken gekommen. Und meine Produktivität ist ein bisschen eingebrochen. Ah, zum Beispiel wegen dem hier. Wo willst du hin? Du willst dahin. Ich will aber nicht, dass da eine Münze hinkommt. Ups, Moment. War jetzt vielleicht doch ein bisschen früh. Nein, er holt die Münze wieder. Sehr gut. So, ich muss mal gucken. Wo habe ich denn ein bisschen freies Land? Hier. Kommt hier mal ein Bauernhof hin. Dass ich hier den Bäcker auch versorgt kriege. Oh, da kommt ein Soldat. Ist ja schön, der kommt hier hin. Ja, ist jetzt nicht das Verkehrteste. Hauptsache, ich kriege mehr Land einfach. Was er nicht kriegt. Dass ich hier erstmal eine Streitmacht aufstocken muss, ist klar. Aber mir ist lieber, ich erweitere erstmal meine Ländereien ein wenig. Von daher, soweit alles gut. Lieber Schlosser, ich glaube, wir brauchen ein paar Spitzhacken. Damit ich auch schneller an meine Kohle komme. Ach, du produzierst ja weiter, du Depp. Habe ich wieder ganz vergessen, dich auszustellen. Ja gut, jetzt haben wir immerhin zwei Hammer auf Tasche. Das ist jetzt nicht das Verkehrteste. So,
Die Schmiede kriegt ein bisschen mehr. Das finde ich gut. Das muss ich aber mal wieder gucken. Dass die Eisenschmelze nicht ganz zu kurz... ja, doch Eisenschmelze. Dass sie nicht ganz zu kurz kommt, das wäre nämlich jetzt auch verkehrt. Nahrung schalte ich mal überall wieder gleich. So, dich hätten wir besetzt. Wie viel Land haben wir eigentlich? Ja, das ist noch sehr viel. Ich glaube, wir müssen hier in den Westen hin, wenn ich... Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, offen gesagt. Das war jetzt nur geraten, ob wir, dass wir in den Westen müssen. Wir werden es erleben, meine Lieben. Dann bringt ihr... Ja, da bringt er schon eine Münze hin. Verdammt, ich noch eins. So, die Münze kannst du gleich wieder mitnehmen. Ja, hat er. Wunderbar. Zack. So, da schießt das Katapult schon. Und direkt daneben, ist das nicht schön? Und ich habe seit 30 Minuten nicht gespeichert. Es geht schon wieder los.